Ja, Technik ist keine Religion, heißt schon mal, Technik ist weit verbreitet. Fast 100% der Haushalte in Deutschland sind mit dem Internet verbunden. Und das ist eine gute und auch eine zumindest ein bisschen besorgniserregende Nachricht. Die gute ist, wir sind vernetzt mit der Welt. Das heißt, es ist heute sehr leicht, Nachrichten, E-Mails und Informationen mit Menschen aus ganz entfernten Gegenden der Erde auszutauschen. Der Nachteil ist der Umgang mit dem vielen Online-Sein und der Umgang mit den Informationen und mit den News will gelernt sein. Da ist es aus meiner Sicht wichtig, sind drei Dinge zu beachten. Das erste, Eltern müssen Vorbild für ihre Kinder sein, so wie sie zu Hause mitbekommen, wie man mit Nachrichten, mit News, auch mit dem Unterscheiden von Real und Fake News umgeht, das machen dann später die Kinder nach. Das ist mit anderen Dingen ja auch so. Zum anderen, wo steht der Computer? Bei kleinen Kindern ist es nicht ratsam, den Computer im Kinderzimmer zu lassen, sondern eher in Familienräumen, Wohnzimmer zum Beispiel. Und das Dritte, wie lange im Internet? Das ist eben altersabhängig genauso wichtig. Kleine Kinder sollten nur wenige Minuten online oder überhaupt mit Medien zusammen sein dürfen und je älter Kinder werden oder dann jugendlich sind, dann umso mehr. Das müssen Eltern tun. Selber tun können sie den Kopf anschalten, dafür sorgen, keine eigenen Fake News zu verbreiten. So ist zum Beispiel momentan der Anteil der Jugendlichen, die schon mal von Cybermobbing betroffen wurden, also von richtigem Mobbing in den sozialen Netzwerken extrem hoch. Hier gilt es, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man jung ist, zu sagen, ich setze ein deutliches Zeichen gegen Fake News, auch über Klassenkameraden oder über jemand aus meinem Sportverein. Technik ist keine Religion, ist das Thema zum Safer Internet Day. Und das ist nochmal echt eine Aufforderung von uns an junge Menschen. Schaltet euren Kopf ein. Bestimmt selber, was ihr weitergebt, was ihr liked. Seid damit nicht so leichtfertig und transportiert ein Mobbing von einem Mitschüler einfach so weiter, weil es ja halt gerade in dem Moment witzig ist, sondern macht mit, dass das Internet ein total guter Raum in der Welt ist, ein virtueller Raum bleibt, in dem total viel möglich ist. Aber eben sorgt bitte mit dafür, dass wenig Fake News verbreitet werden und wenig Mobbing im Internet passiert, weil schlimmstenfalls könntet ihr selber auch betroffen werden und das will sein und das will kein Mensch.